Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich mir jetzt South Park The Stick of Truth gekauft. Spiele das hier in der Steam-Version, sprich, das Teil ist geschnitten. Finde ich jetzt nicht allzu dramatisch. Hat im Grunde genommen eigentlich nur optische Effekte. Und zwar, man kämpft ja im Laufe des Spiels dann noch irgendwie gegen Nazi-Zombies und die tragen ja verfassungsfeindliche Symbole und die darf man auf in Deutschland nicht zeigen. Finde ich auch gar nicht so schlecht, dass man die nicht zeigen darf. Ich halte von dem Verein sowieso nicht so viel. Und ja, dann würde ich sagen, ich habe, wie ihr seht, gestern schon mal angefangen. Also hier könnte ich theoretisch fortfahren machen, möchte ich aber nicht. Möchte das Spiel ja mit euch zusammen durchspielen und ich würde sagen, klicke jetzt einfach auf neues Spiel, lasst das Intro laufen und dann melde ich mich nach dem Intro wieder. Bis gleich! Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the drow elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the drow elves can manipulate his mind, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Und da bin ich schon wieder. Kann sein, dass das Intro gerade vielleicht ein bisschen leise war. Ich habe die Lautstärke etwas runtergeregelt gehabt, weil mir das gestern echt ein bisschen zu laut war. Und mal gucken, vielleicht werde ich das nachher im Schnitt noch ein bisschen lauter machen. Da muss ich noch mal gucken. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal an die Charaktererschaffung. Wir müssen eine Hautfarbe wählen. Ich würde sagen, wir spielen mal diese. So, Frisur. Haben wir einige zur Auswahl. Ja, Iro möchte ich nicht. Na, nehmen wir mal die. Haarfarbe. Ja, kann man nicht so lassen. Klamotten. Boah. Können wir auch nochmal durchgehen. Oh, hier so ein Charlie Harper Gedächtnis Bowling Shirt. Nehmen wir das mal. So, dann können wir hier noch die Farbe von dem Teil ändern. Boah, weiß ich jetzt auch nicht. Lassen wir mal so. Sekundärfarbe. Ach, das sind die Hosen. Nehmen wir mal klassisch Jeansfarben. Nein. Nein. Augenringe möchte ich nicht. So ein komisches Eierkinn will ich auch nicht. Nee. Nee. Wo war da ist der Unterschied? Ach, Doppelkinn. Nö. Nö. Na komm, lassen wir das einfach mal so. Setzen wir dem noch eine Brille auf. Da finde ich die schon ganz cool. Primärfarbe ist, glaube ich, der Rahmen. So. Sekundärfarbe ist die Gläserfarbe. Aber machen wir das mal so. Fertig. Thank you.
Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right. Get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Okay, damit haben wir jetzt den Protagonisten erschaffen. Wir haben seine Eltern kennengelernt und wir sind anscheinend gerade nach South Park gezogen. Ist anscheinend auch ein sehr, sehr schweigsamer Charakter. Was haben wir hier? Inventar, Lager, noch nichts drin. Wollen wir erstmal hier den Raum so ein bisschen untersuchen. Okay, so können wir hauen. So können wir sprinten. So habe ich anscheinend gerade das HUD oben angemacht. Oder war das vorhin auch schon da? Nö. So. Hier können wir noch den Schrank öffnen, dann haben wir Geld und eine Baseballkarte. 50 Cent für Bezahl an Geld und eine Baseballkarte für 10 Cent. Nehmen wir einfach alles mit. Und würde ich sagen, erkunden wir mal ein bisschen das Haus. Wie gesagt, wir sind ja dazu aufgefordert worden, rauszugehen zum Spielen. Möchte mich aber erstmal hier ein bisschen umgucken. Was haben wir hier? Ah, ein Badezimmer. Nehmen wir einfach mal alles mit. Alten Schwamm und hier noch ein bisschen Geld. Moment, was? Okay, muss ich mal eben kurz das Gamepad umbauen, weil so schnell kann ich nicht drücken. Mit dem Daumen. Ah. Okay, was haben wir? Einen Klumpen Scheiße. Wollte ich auch immer schon nicht im Inventar haben. So. Hier können wir theoretisch noch ein bisschen duschen. Haben wir leider irgendwie kein Waschbecken. Also gehen wir einfach mal nach dem Toilettengang duschen. So, raus hier. Haben wir sonst hier oben noch irgendwas? Da kommen wir ja anscheinend nicht rein. Da fehlt uns noch ein Schlüssel für. So, dann wollen wir uns hier unten mal umgucken. Ich weiß übrigens nicht, ob ihr das im Hintergrund hört. Hier sind auch gerade die Handwerker im Haus. Also, wenn ihr nochmal irgendwie so ein... Oh, Perücke mit Zöpfen. Schön, nehmen wir einfach mal mit. Also wenn ihr irgendwie Gehämmer hört, das kommt nicht aus dem Spiel, das sind die Renovierungsarbeiten hier im Haus. Come on, son, get out there, make friends. You're really gonna go outside with that hair? Ja, will ich. So you realize that your hair looks like that. Come on, son, get out there, make friends. You're really gonna go outside with that hair? Ja, ist ja gut. Sagt mir einer, der mit seinem Telefon auf der Couch sitzt und die ganze Zeit nur am Texten ist, oder wie? So, was haben wir hier? Geld und eine Gabel. Hier haben wir noch schwarzen Blendschutz und einen Gesundheitstrank. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Ja, ist ja... Ich wollte mich eigentlich noch umgucken. Oh Mann, ey. So, dir wurde eine Quest aufgetragen. Drücke M, um deine Questübersicht zu öffnen. Machen wir einfach mal. So, der Neue in der Stadt. Dies ist eine Questübersicht mit M. Kannst du dich durch die aktiven Quests bewegen mit Ö? Kannst du eine auswählen? Mit Ö eine auswählen. Drücke erneut Ö, um eine aktive Quest auf der aktiven Quest, um sie auf der Stadtkarte zu sehen. Machen wir einfach mal. Okay, da ist unsere Quest. Anscheinend mitten auf einer Straße. Gucken wir erstmal hier. Was haben wir denn hier alles Schönes? Ist doch sehr, sehr simpel aufgebaut, die Stadt. Was?
Kanada? Oh Gott. So. Was können wir hier denn noch machen? Quest und Inventar. Haben wir anscheinend noch nicht wirklich was. Schwarzer Blendschutz. Wie sieht denn das aus? Ja, kann man so lassen. Drahtgestell-Sonnenbrille, die haben wir ja auf. Perücke mit Zöpfen. Wie sieht das aus? Schnell wieder weg. Nee, danke. Das muss ich nun wirklich nicht haben. Alter Schwamm, Baseballkarte, Gabel, rostiges Rohr. Wofür man auch immer das brauchen kann. Hier haben wir Gesundheitstränke, Käsebällchen füllen 40% deiner TP wieder auf. TP war, glaube ich, die Gesamtgesundheit. Und einen Klumpen Scheiße. Wirf deine Feinde die Scheiße an den Kopf, um sie anzuwidern. Naja, lieber nicht. So, was haben wir hier? No Humans. Kriegen wir anscheinend nicht kaputt. Da liegt eine Tasche. Wie komme ich da hin? Auch nicht. So, hier haben wir eine Garage. So, da können wir auch noch hochgehen. Gucken, was finden wir denn hier oben. Geld und eine Surferperücke. Ja, 1,50 Dollar in so einer alten Kiste zu finden, ist natürlich auch nicht schlecht. So. Na gut, den kann ich auch nicht kaputt machen. Ja. You shall die by my Warhammer, Drow-Elf. Was ist das da oben? I banish thee to the forest realm. Warum blinkt das? That way I banish you first. Haha, you can't hold out much longer. Komm nicht ran. Help, somebody, I can't hold out much longer. Ja, ist ja gut. Hey, no fair, that's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Ja, okay. Wir haben also gerade Butters kennengelernt. Einen neuen Freund. Benutze RT auf deiner Homepage, um den Reiter mit den Sammelobjekten aufzurufen und alle Freunde zu sehen, die du gefunden hast. Okay. Also ist das hier anscheinend so eine Art Facebook. Hey, ihr alle. Wir haben einen neuen, der mit uns spielt. Und er und ich sind Freunde. Also wird ihn niemand ärgern. Ja, nee, ist klar. So, hier haben wir noch die Surferperücke. Wie sieht die denn aus? Oh, weiß nicht, passt auch nicht so ganz. Hier haben wir die Sammelobjekte, Freunde, Chin Pokémon, Ausrüstung. Okay. Ist ja doch schon ein bisschen was mehr, was man dann sammeln kann. Das zur Hölle. Okay, hier haben wir noch Quests, da sind aber keine drin momentan. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. The Wizard. Ja. Hey, where are you okay, from? Hilf Butters. Where'd you live before moving here? So, da darf ich auch nicht rein. You like Colorado? Dann wollen wir doch den großen Magier mal besuchen gehen. Oh, hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Cartman's Kingdom. Das kann ja nichts werden. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Okay, böser Cartman Spitzbart, Cartmans Garagenschlüssel, Geld und dann Okama Games 4, was immer das so sein mag. Einfach mal mitnehmen. Don't talk to her, she's not part of the game. Don't talk to her, she's don't talk to her, don't talk to her, she's not part of the game. Don't talk to her, she's not part of the game. Ja, Cartman und seine Mutter, das ist so ein Verhältnis, Sie lässt halt viel mit sich machen. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Alter! Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Ja. Prinzessin Kinney. Oh, Mann. You may have heard of my deeds at the Battle of Stark's Pod.
Ah ja. That's the line the Grand Wizard gave me. Ja. Ich dachte eigentlich, wir könnten hier mal gucken, was er zu verkaufen hat. Aber anscheinend nicht. So, die Stables. My loyalty is as incurable as my diabetes. The power of diabetes is both a gift and a curse. But mostly a curse. Ah ja. Power of Diabetes. Narzisse? Hä? Blumen für eine Prinzessin. Wir haben die Quest doch noch nicht mal gemacht. Beziehungsweise gekriegt. So, was haben wir hier? Behold the distant realm of downtown, home of corrupt merchant lords and homeless people. Ja, das ist anscheinend die Stadt. Die wirkt aber von da oben etwas weiter auseinandergezogen als ja vorhin auf der Karte. Ja. Dachte eigentlich, die hätten eventuell mal... Ach nee, das wäre totaler Blödsinn gewesen, Kennys Untertitel wirklich mal hörbar zu machen. Das war in der Serie ja auch schon immer so, dass man die nicht wirklich verstanden hat. Ich glaube, es gibt ein paar Folgen... Oder war das im Kinofilm? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann hört man die mal sprechen. As Court Paladin, my job is to deliver the Wizard King's justice and his mail. Ah ja. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Tell us thy name. Mein Name ist... Das Übliche, muss man eben kurz das Kabel von dem Kopfhörer von meiner Tastatur runter feuern. Ich bin der Treckerfahrer. Enter. You entered Douchebag, is that correct? What? Bin doch nicht Douchebag, hallo. Nein. Are you sure you want to keep the name Douchebag? Nein. Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief or Jew. Nennt er mich einfach Saftsack. Kleines dickes Kind. A mage is like a wizard, only not as cool. A fighter has courage, honor and the ability to kick fucking ass. Kick fucking ass? A mage is like a wizard, only a white thief? Never heard of one, but interesting. Ja, es ist ja nicht so, dass Cartman nicht so leicht rassistisch wäre, also ein weißer Dieb, ja. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Ja, Cartman ist auch nicht so wirklich gut auf Juden zu sprechen, also ist ein kleiner rassistischer Antisemit. Nennen wir es mal beim Namen. You look sneaky enough. A mage is like a wizard. A white ich bin fighter? Aber ehrlich gesagt dafür, dass wir einen Kämpfer spielen. Und zwar wirklich, ja. We welcome to our kingdom, Douchebag the Fighter. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Okay, jetzt dürfen wir also eine Waffe kaufen. Oder wie? Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Don't waste your money on tips and rumors. Ah ja. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was hatten wir jetzt so Schönes zu verkaufen. Okay, Gesundheitstrank, klein, groß, Heiltrank, Machttrank, Wiederbelebungstrank, Tempotrank, Stärketrank, Wasserballon. Wasserballon klingt auch nie verkehrt. Don't let it bother you that there's a game to be Waffen. Klinge des Kriegers. Nehmen wir einfach mal mit. Ah, a lovely purchase. Alles andere dürfen wir ja anscheinend nicht. Feuerschwert, Winterstab, Axt des Aufhaltens, Fettbartsklinge, zerschmetternde Keule, Hammer der Noob, des Noobs, auch sehr schön. Blitzzauberstab, Chris, Sichelschwert der Gläubigen. Ah ja, und das sind anscheinend die Sachen, die aus dem, die auf die you anderen Charaktere... Backyard, halt die Klappe, Cartman. Das sind anscheinend die Sachen, die für die anderen Charaktere vorgesehen war. Judenstab, Schurkendolch und Zauberstab. Was haben wir denn hier noch? Ausrüstung. KKK-Handschuhe, Helm und Rüstung und Kahnstulpen, Helm und Rüstung. So ist anscheinend ein Set. So, Feinheiten, Halblingperücke, Verband und Wunde, keltische Kriegsbemalung, Cartmans Resthaare, ich will es gar nicht wissen, 50er Brille und fiese Irene-Perücke. Sieht durch chronische Sucht nach Abtreibung gut aus. Oh Gott! Waffenaufsätze, Blitzsticker und angezündetes Streichholz. Hier kriegt man dann Schockschaden dazu, hier Feuerschaden. Aber anscheinend... So, hast du eine Waffe gekauft? Drücke nach links, um sie ums Inventar
Ja. Also quasi so, dass wir die erstmal ausrüsten. So, was haben wir hier noch? Erkenntnishelm des Kämpfers. Hier haben wir Rüstung des Kämpfers. Und die Abwehrstulpen des Kämpfers. Dann böser Cartman Spitzbart. Okama Games 4. Mit der neuesten Grafik aus den und den gewalttätigsten Spielen aus dem Jahre 2001. Kann man mal machen, ja. Kann man durchaus mal machen. Ah, you have procured a weapon, Ness. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Kriegen wir hin. So, dann haben wir jetzt erstmal die erste Kampf. Kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Okay, also rundenbasierte Kampfsequenzen. So ein bisschen wie, keine Ahnung, Pokémon oder irgendwas von Final Fantasy. Come on, fight. Ja, ist ja schon gut. So, wenn deine Waffe blinkt, drücke A, um anzugreifen. Sauber. Oh, hell yeah, Clyde, you're good. All right, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Okay, wieder die Klinge des Kriegers und diesmal müssen wir X drücken. Ah. Oh shit, dude, I think I see blood. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bows. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bows. Tippe A an, wenn die Anzeige zum Blocken, wenn du die Anzeige zum Blocken siehst. Prepare yourself. Critical hit. Hey, ich hab doch A gedrückt. Protect your bows. This does double damage. Yeah, that's okay. What I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Blocken reduziert. Moment, Blocken reduziert einigen, aber nicht den gesamten Schaden eines Angriffs. Gut zu wissen. Alright, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your fighter ability to make Clyde pay for insulting the king. Ja, das liegt so ein bisschen daran, dass das Overlay, was ihr da oben seht, auf Deutsch ist. Und ja, das Spiel auf eigentlich vom Text her nur auf Englisch läuft, deswegen MP und PP und das wird glaube ich noch öfter vorkommen. So, jetzt nehmen wir nämlich Fähigkeit, den Knochenbrecher, verprügle deinen Feind mit einem Baseballschläger, fügt bei perfekter Durchführung zusätzlicher Angriff durch. Was? Fügt bei perfekter Durchführung zusätzliche Angriffe durch. Das ergibt mal überhaupt keinen Sinn. Nehmen wir einfach mal, drücke A, um den Ball zu werfen und A, um zu schwingen. Oh. Ah, sehr schön. Quit to wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. This is unblockable. Ja, war anscheinend doch nicht so unblockable. Ja, komm, wir machen nochmal einen schweren Angriff. Und damit liegt Clyde. Armer Clyde. Dude, that was awesome! You were all like, beam! And Clyde was all like, nah, nah! Okay, okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Okay. Ich würde aber sagen, das Zelt gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich werde erstmal gucken, ob das mit dem Ton soweit passt und dann eventuell nochmal nach, ja, Nacheinstellungen treffen. Hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn, tschüss!